Du wartest auf den Bus, rufst mich, wenn er kommt, und ich suche nach einem Fahrplan. Junge, das ist wirklich ein finsteres Fleckchen. Ich bin Bombe, was ist da? Seltsam geil! Ja, schön, dass wir eingeschaltet haben zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute geht's mal ran an den Bikini Bottom Bus, denn wir müssen natürlich überall auch hinkommen in unserer Welt. Von daher brauchen wir auch eine gute Buslinie und da ist doch so ein U-Boot unter Wasser doch genau das Richtige. Von daher Blöcke in die Hand, auf geht's, wir bauen unser Bus. Für den Start heute holen wir uns mal ein bisschen weißen Beton raus, dennoch ein paar Gegenstandsrahmen und dafür noch ein bisschen Herz des Meeres. Zuallererst wollen wir beginnen mit unseren Rädern, das heißt unsere weißen Betonblöcke platzieren wir so, dass wir, sag ich mal, die Vorderräder, sag ich mal, vom Abstand zu 3 Blöcken haben und dann zu den Hinterrädern lassen wir insgesamt 4 Blöcke Platz und die Räder setzen wir gleich nebeneinander hin, da lassen wir nur einen Block Platz. So, auf der anderen Seite setzen wir auch nochmal die 2 Räder hin und wie gesagt, dazwischen immer 3 Blöcke Platz lassen. Sobald wir die Räder soweit haben, können wir daran jetzt natürlich noch so ein bisschen unsere Felgen darstellen. Das heißt einfach mit den Gegenstandsrahmen, die wir da einmal ran platzieren und dann nochmal das Herz des Meeres da rein. Sobald wir dann unsere Räder soweit haben, können wir uns erstmal wieder das neues Blockmaterial rausholen. Dafür holen wir uns zuerst mal ein paar glatte rote Sandsteintreppen raus. Dafür nochmal den Block, davon dann nochmal die Stufen und dann holen wir uns ein bisschen orangen Beton raus. Denn geschnittene Sandsteinstufen, ja, die geschnittenen, wo man sag ich mal hier das richtig sieht, hier mit so einem Muster, so einem Kachelmuster. Dann holen wir uns auch ein paar Stolperdrahthaken raus, dann ein paar rote Sandsteinmauern, dann ein paar Eisengitter kann man sich gerne rausholen und dann auch ein einfaches oranges Banner, wo ihr gerne noch so einen schwarzen Rahmen euch um einmal rumbasteln könnt. Müsst ihr nicht machen, ich finde das einfach nur eine optische Verschönerung noch für den Bus. Wir beginnen dann erstmal mit den roten Sandsteintreppen und zwar wollen wir die jetzt einmal hier innen drin oder halt einmal auf unseren weißen Beton Blöcken hier einmal platzieren. Ich würde mal sagen, nach vorne lassen wir das Ganze zweimal überstehen und nach hinten, da lassen wir das Ganze nur einmal überstehen. So, ziehen wir das einmal nach hinten. Hinten können wir das Ganze auch erstmal offen lassen. Auf der Vorderseite ziehen wir das aber einmal so rum. So, und dann hier auch wieder einmal zur Rückseite und hinten halt einmal überstehen lassen. Sobald wir das haben, nehmen wir mal unsere glatten Stufen und die können wir einmal über den Rädern hier einfach so platzieren. Zack, 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 das machen wir mal. Immer Stufe übers Rad. So, andere Seite genau das gleiche Spiel. Und sobald wir das haben, nehmen wir mal unsere Sandsteinblöcke und können hier mal die innere Fläche mal ausfüllen. Auch auf der Rückseite könnt ihr hier einfach mal, zack, hier einfach mal die Stufen lang setzen. Und auf der Rückseite würde ich mal sagen, setzen wir noch ein paar Stufen ran. Aber so, das sage ich mal in der Mitte, hier die zwei an der Seite, die einfach mal so aneckt. Danach setzen wir hier drauf, würde ich mal sagen, insgesamt 3 weitere Blockschichten drauf. In der Mitte hier von diesen 3 Blöcken setzen wir nochmal einen einfach so zur Seite. Darunter halt eine umgedrehte, darauf eine normale Treppe, das machen wir auf beiden Seiten. Und sobald wir das haben, können wir ganz oben drauf nochmal hier unsere Treppen so setzen, wie wir die unten hatten. Und dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal wieder unsere Blöcke zur Hand und können hier erstmal an den Seiten und auf der Vorderfront hier nochmal eine weitere Blockschicht über uns einmal hinsetzen. Und dann kommen wir schon dazu, uns jetzt hier, sag ich mal, die Fenster und so reinzubasteln. Wir lassen jetzt, sag ich mal, einfach den ersten Block hinten mal frei. Und dann setzen wir hier so ein Zweier hin, freilassen, Zweier hin, freilassen, Zweier hin, freilassen, Zweier hin, freilassen. Und dann würde ich sagen, ach komm, machen wir das Ganze einmal durch hier. So, dieses Spiel können wir dann natürlich nochmal auf der anderen Seite machen, synchron mit. Ja, dass wir hier immer dann dazwischen so einen Block freilassen. Und hier auf der Vorderseite sollten wir noch perfekt hier noch eine Schicht frei haben. Sobald wir das Ganze haben, können wir jetzt mal unsere geschnittenen Stufen und Stufen nehmen. So, und die einfach, sage ich mal, oben wie unten hier nochmal bei unseren freien Flächen einmal noch zufüllen. Außer natürlich auf der Vorderseite. Da lassen wir das Ganze erstmal noch offen. Und dann kannst du dir jetzt aussuchen, wo, sage ich mal, deine Tür sein soll von unserem Bus. Bei mir soll das jetzt hier sein. Das heißt, einfach mal, wenn ich von vorne gucke, ne, das erste Fenster, beim zweiten Fenster, schlage ich nochmal hier alles komplett einmal weg, auch unten die Treppe. Und dahinter setze ich mir dann einfach mal, würde ich mal sagen, dreimal hier einfach den Beton hin. Ganz oben setze ich jetzt aber eine glatte Stufe und unten würde ich auch nochmal eine ganz normale glatte Stufe hinsetzen. Da können wir also hier diesen Block auch nochmal austauschen durch unseren Beton. So, da setze ich mir gleich schon mal so einen Türknopf ran, ne, dass wir die Tür auch gleich aufmachen können. Und dann kommen wir eigentlich schon dazu, uns oben das alles einmal zuzuziehen. Erst fangen wir mal mit den Treppen an. Und zwar setze ich mir die Treppen hier hinten so einmal hin, dass sie sich so anecken. Und dann kann ich die Treppen hier einmal so nach vorne ziehen. Auch hier lassen wir es wieder einmal überstehen und können das hier auf der anderen Seite dann auch wieder zurückziehen. Hier lassen wir das hinten dann so einmal anecken. Danach nimmst du dir einfach wieder deine Blöcke und kannst hier oben mal die Mitte oder halt die Fläche hier oben nochmal mit unseren Blöcken einmal ausfüllen. Danach nehmen wir nochmal unseren Block zur Hand und dann würde ich mal sagen, gucken wir von vorne hier beim ersten Fenster, suchen hier oben mal die Mitte, setzen da 2 Blöcke rauf,
Dann würde ich sagen, machen wir noch oben eine Stufe hin. Und dann machen wir einfach hier, so dass dann, sage ich mal, hier zwei Treppen so umgedreht, Rücken mit Rücken nach vorne gucken. Ja, jetzt oben, so sage ich mal, hier so ein bisschen das Fernglas machen von unserem kleinen Bus, ne, das, dieses U-Boot halt. Weiter geht's dann auf der Rückseite, dass wir natürlich noch das Heck bauen. Das heißt, einfach mal unsere roten Sandsteinblöcke nehmen wir mal und dann können wir hier erstmal drei Blöcke in der Mitte hier einmal so platzieren. Dann machen wir noch einmal und dann platzieren wir hier einmal oben, hier unten nochmal eine weitere Blockschicht. Soweit das erstmal so aussieht. Danach können wir gleich ein paar Stufen nehmen, die mal hier in der Mitte einmal platzieren, damit das so ein bisschen besser aussieht. Weiter geht's dann, dass wir uns jetzt unsere Treppen nehmen und hier auf dem Block einmal drauf, hier einfach so ein 3x3 Feld von unseren Treppen uns einmal hier basteln. Sie sich aber überall einmal so anecken. Ja, wunderbar. Und hier in der Mitte können wir einen Block einsetzen. So, das Spiel mit den Treppen machen wir dann nochmal auf, eigentlich genau hier auf der Unterseite auch so, dass wir hier gleich unter unseren Blöcken einfach so ein 3x3 Treppenfeld uns hier einmal setzen und die Aussicht hier wieder komplett hier ringsherum gehen. Danach brauchen wir eigentlich nur noch unsere Stufen nehmen und dann machen wir hier einfach zack nochmal so in der Mitte ein paar hin und an den Seiten hier in der Ecke noch welche. Wunderbar. Und das gleiche Spiel auch nochmal oben. Und dann haben wir hier schon zack unser Heck fertig. Wir können das noch ein bisschen verfeinern, indem wir hier einfach mal in der Mitte eine Treppe reinsetzen und daran dann einfach nochmal hier so ein paar Eisengitter als Antrieb. Und dann haben wir hier schon das Ganze so fertig, unser Heck. Dann können wir natürlich noch ein bisschen unser Fernglas hier oben verschönern mit einem Banner. Ne, da kannst du dir gerne so halt ein oranges Banner nehmen mit einem schwarzen Rahmen. Ne, ich finde, das ist noch so das i-Tüpfelchen, was man da nehmen kann. Zum Schluss müssen wir natürlich nur noch die Fenster einmal befüllen, noch bei unserem Bus. Das heißt, wir nehmen uns mal ein bisschen hellblauen Beton, halt, um das Ganze halt zu verkleiden. Und als Farbe nehme ich heute mal türkises Glas. Da holen wir uns mal Glasscheiben, wie natürlich die Blöcke raus und dann noch ein paar Birkenknöpfe. So, die Knöpfe möchte ich gerne mal gleich vorne platzieren. Das sind natürlich unsere Scheinwerfer vom Bus. Und bevor ich jetzt, sage ich mal, das ganze Glas befülle, setze ich mir erstmal, würde ich mal sagen, die Verkleidung rein, weil das wäre sonst ein bisschen umständlich, wenn wir das im Nachhinein machen müssen. Oder du machst es halt separat, ne? So, da sage ich mal, dass wir hier dann nicht so viel Arbeit haben, das damit zu verkleiden. Ne? Da fülle ich mir einfach hier so aus, zack, mache ich wieder meine Betonblöcke rein, da kommt wieder das Glas hier und dann immer in so einem Wechsel fülle ich mir einfach das hier aus. Warum mache ich das? Damit das dann auch, sag ich mal, von außen schick aussieht. Ne? Wunderbar. Sieht ja gut aus. Du kannst natürlich auch gerne andere Farben nehmen, wenn du meinst, du willst es mit schwarzem Beton verkleiden, dann mach es mit schwarzem, aber ich finde so blauer Beton, der passt eigentlich gut dazu. Und dann fülle ich mir das Ganze hier einmal aus. Sobald wir dann natürlich hier auf der Vorderseite des Busses angekommen sind, kannst du ja auch bis nach vorne, sag ich mal, das mit einem blauen Beton einfach mal zuziehen. Und dann setzen wir hier ganz vorne einfach nur eine Glasscheibenfront rein. Zack, und dann haben wir den Bus schon fertig. Wir können auch gerne noch ein weiteres Fenster, sag ich mal, bei der Tür machen. Einfach hier nochmal so, zack, einen Block weghauen durch einen Glasblock und schon haben wir den Bus fertig. Ich hoffe, wir sind mal zufrieden mit der Baufolge. Jetzt steht der Bus von Bikini Bottom da. Jetzt können wir natürlich einsteigen und uns gleich aufs nächste Ziel stürzen. Wer weiß, was das wird. Vielleicht die große Kabel, die Handschuhwelt. Ha, SpongeBob, da gibt es noch viel zu bauen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.